Guck mal hier, ich bin Iron Man. Nee, Scherz. Aber ich habe mir wirklich einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ich fand nämlich schon als Kind die Mischung aus Mensch und Maschine mit so Exoskeletten, also mit so maschinell angetriebenen Roboteranzügen, extrem cool. Gerade auch, weil das in vielen Filmen wirklich beeindruckend aussieht und den Filmhelden das so viele Möglichkeiten gibt. Und wer will denn nicht stärker sein als in echt? Was aber auffällt, in fast allen Filmen werden Exoskelette irgendwie militärisch eingesetzt. Dabei gibt es ganz andere, sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Und ja, und jetzt konnte ich auf der CES in Las Vegas wirklich mal so ein maschinelles Exoskelett ausprobieren. Genauer gesagt habe ich sogar zwei verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern ausprobieren können. Ein eher preisgünstiges, das das Laufen um 20% erleichtern soll und das so klein ist, dass man es in den Rucksack tun kann. Und eines, das in der Pflege und Industrie die Arbeitsbedingungen für das Personal erheblich angenehmer gestalten soll. Ja, und wenn man so ein Ding anhat, das ist wirklich ein spürbarer Unterschied zu ohne. Wie das in der echten Welt eingesetzt werden könnte und wie sich das anfühlt, seht ihr gleich. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Iron Man mag keine Spam-Mails, glaube ich jedenfalls. Aber Incogni, die dieses Video hier sponsern, könnten da auf jeden Fall helfen. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Händen von Datenhändlern befreit. Ja, es gibt leider hunderte von diesen Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server-Einbrüchen bekommen haben und die dann verkaufen. Falls ihr euch mal wundert, warum in Spam-Mails euer voller Name steht, ja, womöglich gekauft von Datenhändlern. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsst ihr halt jede Firma einzeln anschreiben. Incogni nimmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch aus hunderten von diesen Datenbanken. Hier, so sieht das dann aus. Wenn da Suppress steht, ist das am besten. Das bedeutet nämlich, dass ihr bei diesem Datenhändler auf der nie wieder irgendwas Speichernliste seid. Und das ist doch nice. Mit dem Couponcode CT3003 bekommt ihr unter incogni.com/CT3003 60% Rabatt aufs Jahresabo. Werbung Ende. Also ich habe auf der CES ja viele neue und beeindruckende Dinge gesehen. Unter anderem eben auch Exoskelette. Das ist jetzt noch nicht so unbedingt der Mainstream-Tech-Kram, den alle zu Hause benutzen wollen, aber trotzdem so ein Stück Technik, das in Zukunft viele Dinge einfacher machen könnte. Ich wollte sowas jedenfalls unbedingt mal ausprobieren und das konnte ich zum Beispiel bei der Firma German Bionic in einer Hotelsuite in Las Vegas. Sogar mit Ausblick. Ist jetzt wieder ein bisschen absurd, als deutscher Tech-Journalist das Produkt einer deutschen Firma in Las Vegas auszuprobieren, aber gut, dafür ist die CES ja auch irgendwie da. Erstmal wichtig, was genau habe ich da jetzt eigentlich ausprobiert und von wem? German Bionic ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine deutsche Firma. Die haben zwar auch Büros in Japan und in den USA, aber der Hauptsitz ist im bayerischen Augsburg. Und dort entwickeln die Exoskelette, speziell für die Industrie und für den Einsatz in Pflegeberufen. Und das macht German Bionic jetzt seit 2017. Diesen Anzug, den ich hier jetzt anhabe, ist die 6. Gerätegeneration. Apogee heißt die. Die wird übrigens auch in Deutschland hergestellt und zwar bei Mubea in Appendorn im Sauerland. Übrigens, der Begriff Exoskelett hat mehrere Bedeutungen. In der Biologie ist das ein Außenskelett, das tatsächlich sehr häufig in der Natur vorkommt, nämlich bei nahezu allen Gliederfüßern, also Krebstieren, Spinnen, Skorpionen und Tausendfüßlern. Wenn ich hier im Video Exoskelett sage, meine ich aber natürlich ein maschinelles Exoskelett, also so ein motorisch angetriebenes Skelett, das meinem integrierten Endoskelett ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und so ein Exoskelett kann nicht nur meine Kraft verstärken, sondern auch die Beweglichkeit verbessern oder sogar verlorene Fähigkeiten wiederherstellen. In der Industrie werden Exoskelette eingesetzt, um zum Beispiel bei schweren Hebeaufgaben zu unterstützen oder um die Ausführung von Aufgaben zu erleichtern, die über längere Zeiträume hinweg halt ermüdend sein können. German Bionic hat Exoskelette für zwei Bereiche. Eins für die Industrie, das heißt Apogee, und eins für den Pflegebereich, das heißt Apogee Plus. Beide Modelle sind technisch identisch, der Unterschied liegt nur in der Farbe und darin, dass die Version für die Pflege einfacher zu desinfizieren ist. Exoskelette machen also in Berufen Sinn, in denen man körperlich arbeitet, also zum Beispiel für CT3003-Redakteure.
Scherz. Also ich habe jedenfalls das neueste Modell Apogee Plus ausprobiert, das speziell für Pflegekräfte entwickelt wurde. Eine Sache, die ich ziemlich nützlich fand, war, dass ich mit dem Exoskelett andere Menschen einfacher hochheben kann und die sich dann noch so an den Griffen festhalten können. Also so Menschen aus dem Bett heben, das ist ja in der Pflege eine Standardsituation. Das Exoskelett wiegt allerdings 6,8 Kilo und das merkt man auch schon beim Anziehen. Mit Energie versorgt wird das Exoskelett übrigens mit einem handelsüblichen Makita-Werkzeugakku mit 2,5 Amperestunden. Und der soll bis zu 8 Stunden halten und kann während der Benutzung auch so Hotswap-mäßig gewechselt werden. Anziehen kann man das Exoskelett im Prinzip wie einen Rucksack und ja, dann werden die Motoren gestartet und als letzten Schritt werden noch Teile an den Oberschenkeln festgemacht. Das sieht hier jetzt noch etwas umständlich aus, aber sowas spielt sich laut German Bionic recht schnell ein und soll nach einigen Malen so etwa 60 Sekunden dauern und das soll man dann auch problemlos alleine hinkriegen. Bisschen futuristisch ist dieses Display, mit dem man das Exoskelett steuern kann. Da kann man sich dann per PIN anmelden und dadurch die Einstellung speichern, auch wenn man sich das Gerät mit anderen Leuten teilt. Das erste, was ich mit dem Exoskelett gemacht habe, war einfach mal rumlaufen. Dabei kann man einstellen, wie hoch die Unterstützung sein soll. Und bei 100% habe ich schon deutlich gemerkt, wie die Motoren meine Beine so nach vorne gezogen haben. Seitwärtslaufen geht übrigens auch, bringt aber weniger Unterstützung. Und ich muss sagen, das hat halt schon richtig Spaß gemacht. Ich hätte das gerne mal ausprobiert, mal so eine richtige Wanderung damit zu machen, ob sozusagen die Erleichterung in den Beinen das Gewicht von fast 7 Kilo ausgleichen kann. Ich weiß auch nicht, ob man das selber so einfach beurteilen kann. Ich kann auf jeden Fall sagen, es macht großen Spaß. Zweiter Anwendungsbereich ist das Senken. Also ich habe etwas in der Hand und will das abstellen oder einen Patienten hinlegen. In diesem Fall habe ich es mit einem Wasserkanister ausprobiert und der Unterschied zwischen 0% Unterstützung und voller Unterstützung war auf jeden Fall auch deutlich spürbar. Als drittes habe ich dann das Heben ausprobiert. Hier auch mit zwei Kanistern, die je 9 Kilo wiegen. Und ja, auch hier war der Unterschied deutlich spürbar. Bei 100% Unterstützung bin ich fast gesprungen vor lauter Kraft. Die Geräusche, die das Exoskelett macht während der Bewegung, finde ich auch ziemlich cool und so, ja, so robotermäßig halt, ne? Hört mal selbst. Ja. Noch schwerer war es dann, als ich die Mitarbeiter von German Bionic aus dem Stuhl gehoben habe. Klar, das habe ich auch ohne Unterstützung geschafft, bin jetzt aber auch nicht so klein. Die Unterstützung habe ich dann aber trotzdem gerne angemacht. Also heben und senken, da ist die Unterstützung noch stärker als im Gehen. Gehen ist sozusagen so ein Nebenaspekt und diese Heb- und Senkgeschichten, das ist der Hauptanwendungsbereich. Das Gerät ist auch so gebaut, dass sich Patientinnen und Patienten beim Greifen keine Körperteile einklemmen können. Was ich technisch interessant finde, das Gerät reagiert im Bruchteil einer Sekunde auf meine Bewegung. Das heißt, auch wenn ich mitten in der Bewegung stehen bleibe, zieht mich das Exoskelett nicht einfach weiter. Also heben, senken, laufen, also die drei Bereiche, in denen das Apogee unterstützt, können auch alle simultan laufen und auch unterschiedlich stark eingestellt werden. Das merkt sich das Gerät dann eben über die PIN. Ich kann also sagen, ich hätte gern 50% Unterstützung beim Laufen, beim Heben 75% und beim Senken will ich 100%. Was auch ziemlich lustig ist die Gamification. Also ich kann im Menü Achievements sehen und genau nachverfolgen, wie viele Kilo Traglast mir das Exoskelett seit dem Anziehen abgenommen hat. Aber German Bionic war nicht der einzige Hersteller von Exoskeletten auf der CES. Gab auch noch das Exoskelett von Wii Robotics, also Wii Robotics, aber ausgesprochen wie Wii. Das ist jetzt, sage ich mal, etwas einfacher als das von German Bionic und auch deutlich günstiger. Und das unterstützt auch nur beim Laufen. Sieht aus wie eine große Powerbank und man zieht sich das dann einfach so über die Beine und läuft dann los. Ja, das zeigt noch ein anderes Anwendungsfeld von Exoskeletten, nämlich Fitness. Denn dieses Exoskelett macht das Laufen bis zu 20% einfacher. Und ja, ich habe da auch ein bisschen was gemerkt beim Ausprobieren, aber ob das jetzt 20% waren oder nur 10, das kann ich natürlich schlecht sagen. Man merkt aber, dass es nur ein Viertel so viel kostet wie das von Wii Robotics. Die Unterstützung arbeitet nicht so smooth. Das heißt, dass der Motor manchmal Dinge machte, die sich für mich und meine Beine nicht so natürlich anfühlten. Aber wie gesagt, die Erleichterung konnte ich spüren. Und gerade im höheren Alter könnte sowas ja interessant sein, einfach um weiterhin beim ausführlichen Spazierengehen oder Wandern dabei sein zu können. Oder andersrum unterstützt das Modell von Wii Robotics auch beim Sporttraining und kann beispielsweise das Laufen unter Wasser simulieren, also schwerer machen für bestimmte Trainingssituationen. Und die können dann auch per App getrackt und eingestellt werden. Und so, und jetzt die ganz wichtige Frage, was kostet das jetzt eigentlich? Also, die beiden Apogee-Modelle von German Bionic kosten 10.000 Euro. Es gibt die auch als Robotics as a Service, man kann sie also für 400 Euro
pro Monat mieten. Dabei gibt es regelmäßig Software-Updates over the air. Jedes Exoskelett hat so ein LTE-Modul und so ein WLAN-Chip. Das Exoskelett von V Robotics ist eher so ein Alltags- und Sportding, deshalb auch günstiger. Es soll in diesem Jahr in den USA auf den Markt kommen und ungefähr 2500 US-Dollar kosten. Erscheinungstermin für Europa gibt es aber noch nicht. Und wie das bei CES-Produkten manchmal ist, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das Teil wirklich dieses Jahr auf den Markt kommt. Ne? Das ist noch so ein bisschen unklar. Mein Fazit. Ich finde auf jeden Fall schon beeindruckend, dass man sich so eine Maschine anziehen kann, die dann wirklich so Hand in Hand mit meinem Körper arbeitet. Das fühlt sich schon sehr futuristisch an. Und ich kann mir vorstellen, dass vor allem im Bereich Pflege und auch Logistik, da wo wirklich Körperkraft gebraucht wird, so ein Exoskelett wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann. Das werden die auch schon. Also ein großer Kunde von German Bionic ist zum Beispiel DPD. Das heißt, es kann gut sein, dass sie irgendein Paket von euch schon mal mit Hilfe eines Exoskeletts angehoben oder verladen wurde. Aber was auch ganz klar ist, obwohl das Apogee schon die 6. Generation ist und das Gerät schon viel leichter und unauffälliger geworden ist im Vergleich zur vorherigen Generation, man vergisst so ein Exoskelett nicht, wenn man es am Körper trägt. Das wiegt halt fast 7 Kilo. Das heißt, man wird die Arbeit, das anzulegen und den ganzen Tag zu tragen, nur aufwenden wollen, wenn es einen wirklich unterstützt bei der Arbeit. Also wenn ich schon weiß, ich werde heute mindestens 20 Mal einen Menschen hochheben oder 30 Mal ein schweres Paket aus dem Regal nehmen. Was ich aber gut und wichtig finde, Exoskelette ersetzen keine Menschen. Das ist in vielen Berufen nämlich gar nicht sinnvoll oder überhaupt möglich. Stellt euch einfach mal die Frage, würdet ihr im Alter lieber vom Roboter oder einem echten Menschen gepflegt werden? Oder wenn ihr umzieht, habt ihr lieber einen Menschen, der eure Kisten trägt oder eine Maschine? Und dann ist es halt ziemlich gut, wenn es Technik gibt, die in diesen Berufen den Menschenkörper bestmöglich zu schützen und auch einfach um Kraft zu sparen, also dass man nach so einer 8-Stunden-Schicht einfach dank so eines Geräts weniger müde ist. Was meint ihr? Könnt ihr euch vorstellen, auch mal so ein Exoskelett anzuziehen beim Sport oder beim nächsten Umzug oder Garten umgraben? Schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich auch gerne abonnieren. Tschüss!